Hey Leute, wenn man jemanden fragt, warum er ein iPhone nutzt, fällt früher oder später das Wort Ökosystem. Aber auch andere Hersteller haben ein Ökosystem und heute will ich mir das von Google mal näher anschauen, was es gut macht und auch, was es nicht so gut macht. Das hier ist ein Ökosystem. Hier mit dem Frosch und einem Vogel und dann kommt der Wurm da und oh nein, Hilfe, ein Vogel, om nom 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 nom. Wenn wir aber von Technik reden, dann meinen wir das Zusammenspiel mehrerer Geräte. Auf die zwei Wörter kommt es an. Nehmen wir das berühmte Beispiel von Apple. Der Mittelpunkt des Apple-Ökosystems ist das iPhone. Mit dem iPhone verbunden ist die Apple Watch, die AirPods und Smart-Home-Geräte über HomeKit. Es gibt ein Apple TV und ein iPad und ein Mac. Und das ist auch der erste Unterschied zu Google. Der Mittelpunkt des Google-Ökosystems ist nicht das Smartphone, sondern die Google-Dienste. Das ist das Netz, das alles zusammenhält. Android ist ein Produkt von Google, genauso wie YouTube, Gmail, Maps, Docs oder der Google Kalender. Die große Gemeinsamkeit, die Apple und Google aber haben, ist, dass beide Hardware und Software herstellen und deswegen alles perfekt aufeinander abstimmen können. Und genau um diese Produkte soll es heute auch gehen, die Google komplett alleine gemacht hat und wie sie zusammenarbeiten. Ebenfalls ein ganzes Ökosystem an Services hat der Sponsor dieses Videos, Freenet. Bei ihnen bekommt ihr nicht nur Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment, ihr bekommt auch tatsächlich alle deutschen Netze. Für guten Service ist ebenfalls gesorgt, denn nicht nur sind sie online erreichbar, sondern auch in einem der über 550 Shops überall in Deutschland. Und wenn auch ihr einen Überblick über die ganzen Google-Produkte haben wollt, dann könnt ihr auch direkt im Store viele davon anschauen. Wenn ihr also Fragen oder ein Problem habt, dann werdet ihr nicht einfach im Regen stehen gelassen, es gibt immer einen Profi, an den ihr euch wenden könnt. Bei Freenet gibt es für jeden Geldbeutel und jede Anwendung die richtige Lösung, also schaut vor eurem nächsten Kauf unbedingt dort vorbei. Das Design von Google ist nicht technisch oder nerdig. Es ist organisch und versucht sich ins Leben zu integrieren. Dieser Router zeigt das ganz gut. So sieht eine Fritzbox aus und das ist das Nest Wi-Fi Pro. Wie so eine Vase oder diese Fernsehfernbedienung oder diese Uhr. Die Google-Produkte sehen alle freundlich und etwas verspielt aus, alle passen optisch bestens zueinander. Die Designsprache von Apple nennt man auch Industrial Design, Google würde ich als Human Design beschreiben, also Design für Menschen. Und das trifft auf Hardware und Software zu. Basierend auf dem Hintergrundbild passt sich Android farblich an. Die Geräte können das aber auch ein Stück weit tun. Bist du ein Fan von dunkelgrün? Super, dann hast du ein Hazel Pixel 7 Pro, die Pixel Watch mit dem passenden Armband, das Pixel Tablet in Hazel und dazu noch die passenden Hüllen. Oder man geht ganz schlicht auf Silber und Weiß. Sogar die App-Icons können ihre Farbe verlieren. Oder man macht was Professionelles, ganz düster in Schwarz und Graphit. Jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen sollte auch jedes Smartphone unterschiedlich sein. Das ist die Philosophie dahinter. Der wichtigste Gegenstand in unserem Leben ist das Smartphone. Hier hat Google vier Stück zur Auswahl. Das günstige Pixel 7a, das etwas bessere, teurere Pixel 7, das Pixel 7 Pro, das größer ist und einen Zoom hat und ganz neu das Pixel Fold, das ist ein faltbares Smartphone. Für jeden Anspruch und Geldbeutel ist also was dabei. Alle haben eine super Kamera und den Tensor G2 Prozessor. Der wurde von Google selbst entwickelt und legt einen großen Fokus auf künstliche Intelligenz. Passend zu den Smartphones gibt es noch eine Smartwatch, die Google Pixel Watch. Sie existiert nur in einer Größe, aber in drei Farben und man kann die Armbänder wechseln. Kopfhörer gibt es gleich zwei zur Auswahl. Die Pixel Buds A, die liegen etwa bei 100 Euro und haben kein Active Noise Cancelling. Die Pixel Buds Pro haben Active Noise Cancelling und liegen bei 230 Euro. Relativ neu im Sortiment ist das Pixel Tablet. Ebenfalls mit dem Tensor G2. Wunderschön anzusehen ist es, aber ansonsten ziemlich gewöhnlich, von einem Aspekt abgesehen, dem Dock. Auf dem steht und lädt es, da drin ist ein Lautsprecher, somit kann das Pixel Tablet zur Zentrale im Smart Home werden. Apropos, Google hat viele Smart Home Produkte. Das kleine preiswerte Nest Mini, das größere, lautere Nest Audio und ein Nest Hub, das ist dasselbe, nur noch mit einem Display. Man kann also nicht nur die Infos hören, sondern sie auch sehen und einzelne Smart Home Geräte einfach steuern. Es gibt eine Google Schnittstelle für Smart Home und wahnsinnig viele Geräte nutzen die. Die Auswahl ist unüberschaubar riesig. Der Chromecast mit Google TV ist ziemlich klein und wird hinten in einen HDMI-Anschluss eingesteckt. Es gibt eine HD- und eine 4K-Version. Auf der Google TV-Oberfläche kann man Apps installieren, darunter sind dann auch alle Streaming-Anbieter und bei Google selbst kann man auch Filme leihen oder kaufen. Es ist möglich, direkt vom Smartphone Videos auf den Chromecast zu streamen. Manche Fernseher haben das sogar direkt integriert. Google hat neben Filmen noch Musik, das nennen sie dann YouTube Music und man bekommt es kostenlos dazu bei YouTube Premium. Außerdem gibt es auch noch Android Auto als Betriebssystem für Autos. Und dann sind da noch die ganzen Softwaredienste wie Google Wallet, in die ich meine Kreditkarte, aber auch Konzert- und Flugtickets machen kann. Das wird dann zwischen allen Geräten synchronisiert.
synchronisiert, auch auf die Pixel Watch zum Beispiel. Google hat Pendants zu Apple iMessage und FaceTime, das nennt sich Messages und Meet. Google Fotos sichert alle meine Fotos in der Cloud und synchronisiert sie zwischen allen Geräten. Google Keep nutze ich für Notizen. Ich schreibe alle meine Texte in Google Docs, weil das immer online ist und ich mit mehreren Menschen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten kann. Und ich muss an der Stelle auch einfach mal sagen, dass die Google Services sich besser synchronisieren als alle anderen Services. Apple hat zwar insgesamt mehr Ökosystem-Features, in meiner Erfahrung funktionieren die von Google aber einfach schneller und zuverlässiger, deswegen nutzen auch so viele Menschen, selbst unter iOS, so viele Google Services. Dann gibt es da auch noch die Google-Suche selbst. Die ist auf jedem Pixel-Gerät direkt auf dem Homescreen erreichbar. Und da ist natürlich auch noch der Google Assistant und bald auch Google Bard. Links vom Homescreen ist immer Google News und der vorinstallierte Browser ist natürlich Google Chrome. Zwischen allen Pixel-Geräten ist der Aufbau und die Optik identisch. Versteht man eines der Geräte, versteht man alle. Das Schönste am Google-Ökosystem ist aber, dass ich eben nicht alles von Google besitzen muss, damit es funktioniert. Also ich zum Beispiel habe kein Chromebook, ich nutze einen Mac. Und das Zusammenspiel ist sogar so gut, dass ich das Gefühl habe, nicht viel von dem vermissen zu müssen, was ein iPhone bieten würde. Ich kann die Pixel Watch mit einem Moto Razr Ultra und Nothing-Kopfhörer nutzen. Es gibt 4 Szenarien, an die ich denken muss, wenn es ums Apple-Ökosystem geht. Wenn ich die AirPods öffne, poppt unten eine Kachel auf. Das gibt's aber auch bei Google. Das können aber nicht nur Google-Kopfhörer, sondern auch alle Kopfhörer, die dieses Feature unterstützen. Und das trifft sogar auf Beats zu, was ja eine Firma ist, die zu Apple gehört. Zweitens, AirDrop. Man kann zwischen Geräten direkt Dateien versenden, geht einfach und schnell. Bei Android gibt es Nearby Share, es funktioniert genau gleich, nur mit dem Unterschied, dass ich offiziell nur auf Windows, aber nicht auf einen Mac senden kann. Mit dem GitHub-Programm NearDrop kann ich aber auch von Android auf einen Mac senden. Ich nutze für alles andere dann die Google Drive. Drittens, man kann einen Text bei Apple am Mac oder iPad kopieren und direkt im iPhone einfügen. Das geht bei Google tatsächlich nicht, zwischen Samsung-Geräten aber schon. Viertens, man kann das iPhone und iPad als Erweiterung vom Mac nutzen, beispielsweise das iPhone als Webcam. Das geht bei Google nicht, bei Lenovo aber schon. Ähnliches gilt fürs iPad, das kann man als Monitor für den Mac nutzen. Auch das kann Google nicht, Lenovo aber schon. Und das sind nur ein paar der noch vielen offenen Baustellen im Google-Ökosystem. Sie haben 2014 Nest gekauft, ein Hersteller von Smart-Home-Geräten und seitdem gibt es von Google auch eigene Sicherheitskameras, Rauchmelder und Türklingeln. Inzwischen sind Google und Nest miteinander verschmolzen. Meiner Meinung nach könnte man den Nest-Namen jetzt einfach kicken. Für Fitbit gilt dasselbe. Die wurden 2019 aufgekauft und wenn ich die Fitness-Features einer Pixel Watch voll nutzen möchte, dann muss ich ein Fitbit-Konto haben. Das ist für die Kunden einfach nur verwirrend. Außerdem habe ich bei Google nicht sehr viel Auswahl. Eine Smartwatch und ein Tablet. Sieht bei Apple ganz anders aus. Die haben 6 unterschiedliche Tablets im Angebot und 5 Smartwatches. Google hat außer ein paar Drittanbieter Chromebooks gar keinen eigenen Computer. Wenn ich professionell mit Medien arbeiten möchte, dann hat Google einfach kein Produkt für mich. Ich muss Windows, Mac oder Linux nutzen. Das größte Problem am Google-Ökosystem ist aber nicht, dass es teuer ist oder unzuverlässig funktionieren würde oder unübersichtlich wäre. Nichts davon trifft zu. Das größte Problem ist, dass Google in der Vergangenheit immer mal wieder Services und Produkte eingestellt hat, nur weil sie sich nicht gelohnt haben. Ja, plötzlich gab es kein Google Stadia mehr. Geräte und Services kommen und gehen. Jahrelang wurde keine Software für Tablets oder Smartwatches entwickelt und die Folgen davon spüren wir heute noch. Wenn Apple erstmal was anfängt, dann ziehen sie es meist auch durch, selbst wenn der Start etwas holprig lief. Wenn es bei Google holpert, dann hören die sofort damit auf und das senkt natürlich das Vertrauen und den Erfolg. Was ich durch dieses Video rausgefunden habe, ist, dass es gar kein Google-Ökosystem in dem Sinne gibt. Es gibt keinen exklusiven Club, es gibt einen großen Platz, auf dem sich alle treffen können und jeder ist eingeladen. Es gibt zwar Pixel-exklusive Features, aber keine Ökosystem-Exklusivität. Der einzige Grund, warum man alle Geräte von Google besitzen sollte, ist, weil man sich denkt, dass sie schön zusammen aussehen und auch, weil man dort Android-Updates als erster bekommt. Und das unterscheidet sie doch sehr deutlich von Apple, denn bei Apple funktionieren manche Geräte wirklich nur mit Apple-Geräten und wenn man dann alle hat, dann bauen die aufeinander auf und dann sind die auch sehr geschlossen in sich selbst. Google hat insgesamt noch viel Luft nach oben, aber das Fundament ist ein gutes. Es wird sicherlich noch Jahre dauern, bis sie wirklich alle Produkte haben, wie sie Samsung oder auch Apple anbieten und vielleicht wollen sie das auch gar nie machen. Sie sind schließlich in allererster Linie eine Softwarefirma und die Pixel-Geräte existieren nur, um zu zeigen, wie sich Google Produkte vorstellt, die mit Google Services laufen. Das war's von diesem Video. Wollt ihr noch eins über andere Ökosysteme sehen, dann schreibt mir das in die Kommentare und macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.